Der heutige Chefredakteur der Zeitschrift Stern, Thomas Osterkorn, war früher Polizeireporter beim Hamburger Abendblatt. Und somit auch viele Nächte mit den Polizisten der Davidwache unterwegs. Immer im Schatten der Beamten ist er so nah am Geschehen wie kaum ein anderer Journalist. Ich hatte relativ guten Kontakt bekommen zu dem damaligen Chef Ludwig Rieland. Und das war eben auch mein großes Glück. Er hat mich von Anfang an mitgeschickt mit den Zivilfahndern und mit den Streifenwagen, aber vor allem mit den Zivilfahndern. Ich konnte mitgehen, wo ich wollte, mitfahren, wo ich wollte, hinten sitzen. Am Ende der Schicht haben wir noch einen Kaffee oder ein Bier dann getrunken, wenn alles vorbei war. Und das war, man gehörte dazu. Thomas Osterkorn und sein Partner, die sind heute, glaube ich, noch befreundet. Thomas Hirschspiegel von der Morgenpost waren seinerzeit Reporter beim Thomas Osterkorn beim Hamburger Abendblatt. Und Thomas Hirschspiegel bei der Morgenpost, wo er heute noch tätig ist. Ich hatte den Auftrag, die beiden durchs Revier zu begleiten. Ich brauchte nicht viel zu erzählen. Vieles war selbstredend dann, aufgrund der Ereignisse und der Momente, die die beiden wahrgenommen haben. Nächtelang sind die beiden mit den Zivilfahndern unterwegs. In einem Viertel, das bis Ende der 70er Jahre mafiöse Strukturen aufweist. Über allem steht der Bordellbesitzer Wilfried Schulz. Er wurde der Pate von St. Pauli genannt. Wilfried trat immer auf mit großkarierten Sackos. Und wenn es ihm besonders gut ging und er gut bei Laune war, dann hatte er eine riesen Havanna zwischen den Lippen. Wilfried war die Machtstellung im Milieu. Er war der Mann, der auf St. Pauli das Sagen hatte. Der übrigens auch, wenn es darum ging, Gericht über andere abzuhalten, sag ich mal, gut als vorsitzender Richter hätte fungieren können. Es gab ja, wie wir nachher festgestellt haben, auch im Rahmen unserer Ermittlungen ein Gericht. Es gab einen Richter, es gab einen Staatsanwalt, es gab einen Verteidiger und man saß im Keller bei Gericht untereinander. Und die schlimmste Strafe war an sich das St. Pauli-Verbot, weil man damit von den Geschäften ausgeschlossen war. Aber es wurde vieles unter sich geregelt. Man wollte seine Ruhe haben, man wollte nichts mit der Polizei zu tun haben. Nur dann kann man gute Geschäfte machen, wenn man die Ruhe hat auf dem Kiez. Wilfried Schulz fällt immer wieder auf. Doch der Versuch, ihn zu überführen, scheitert. Bis auf Steuerhinterziehung kann ihm nichts nachgewiesen werden. Er wird beschuldigt, Polizeibeamte zu korrumpieren. Doch auch dafür fehlen Beweise. Es gab ja die wildesten Gerüchte, dass er Leute erpresst hatte mit irgendwelchen Sexvideos in hohe Polizeikreise rein. Es ist nie nachgewiesen worden. Es ist nie etwas gefunden worden, trotz vieler Hinweise, trotz des Öffnens vieler Schließfächer. Er hat auch nie klar verneint, dass es sowas gab, sondern hat immer gesagt, ich weiß von sowas nichts. Auch Polizisten wird nachgesagt, mit kriminellen Banden gemeinsame Sache zu machen. Präzedenzfälle, die strenge Richtlinien zur Folge haben. Man darf da nicht durch die Lokalitäten ziehen und sich da jede Nacht besaufen oder sonst was machen. Da all das sind Schwächen dann. Man darf sich da nicht mit Frauen einlassen im Milieu, was auch gelegentlich von dem einen oder anderen Kollegen immer wieder mal vorkommt. Das ist eben Realität Mensch. Bloß wenn man es dann erfährt, dann muss derjenige dort auch weg und woanders Dienst verrichten. Die Polizeidienstvorschrift schreibt vor, dass ich keine Geschenke und Belohnung annehmen darf. Sie schreibt ganz genau vor, wo der Grenzbetrag, ich glaube bei 5 Euro ist der. Wenn also zu Weihnachten jemand meint, er möchte da eine Kiste Bier hinstellen, weil das hier immer so nett ist und weil hier so gut betreut wurde, dürfen wir es nicht annehmen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir da einen klaren Kurs halten. Die Grenze zwischen Polizei und den Milieus, die wir haben auf St. Pauli, die muss sehr trennscharf bleiben. Wir haben in Hamburg ein sehr ausgefeiltes System zur Korruptionsverhinderung. Viele verschiedene kleine Bereiche beginnt mit einem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wir werden nicht alleine tätig. Das geht weiter über die Rotationsverpflichtung in bestimmten Dienststellenbereichen. Das heißt, dort, wo Kontakte zum Milieu intensiv stattfinden täglich. Da gibt es eine Maximalverwendungsdauer von 5 Jahren. Die illegalen Machenschaften des Paten stellen die Beamten auch vor besondere Aufgaben. Schulz hat kriminelle Strukturen aufgebaut, die bis in die USA reichen sollen. Polizei und Staatsanwaltschaft gründen später deshalb die erste spezielle Dienststelle gegen organisierte Kriminalität, kurz OK. Eine Dienststelle organisierte Kriminalität kam leider erst 1982
meiner Meinung nach viel zu spät. Schon in den 60er Jahren haben einflussreiche Politiker in Interviews gesagt, dass es keine organisierte Kriminalität in Hamburg gibt. Und das ist definitiv falsch gewesen. Es hat immer organisierte Kriminalität gegeben. Alles andere ist eine Illusion. In unterschiedlichen Strukturen, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Familienbeziehungen, mit unterschiedlichen Nationalitäten. Selbstverständlich hat es auch in den 60er, 70er, 50er, 40er Jahren, weit zurück, hat es organisierte Kriminalität gegeben. Man darf nicht vergessen, das war damals, 82, war das alles in den Kinderschuhen. Als ich anfing, in der OK zu arbeiten und wir verdeckt saßen am Großneumarkt, ausgegliedert von der Polizei, ein Staatsanwalt und meinetwegen 12, 13 Kripo-Beamte, da gab es noch keine richtige Abteilung bei der Staatsanwaltschaft, sondern man sagte, Bagger, Sie machen das jetzt mal. Wilfried Schulz zieht sich schließlich in den Stadtteil St. Georg zurück. Das Milieu wandelt sich. Die einstige Amüsiermeile wird zur Gefahrenzone. Bordellpächter schließen sich in Gruppen zusammen. Die erste ist die GmbH, benannt nach den Anfangsbuchstaben der Gründer. G für Gerd Glissmann, M für Michael Luchting, genannt der schöne Mischa. B für den wegen seiner Frisur Beetle genannten Walter Vogeler. Und H für Harry Fördmann. Wir hatten ständig mit der GmbH zu tun, indem also die Frauen häufig gegen die Sperrgebietsverordnung verstießen, also zu früh vor 20 Uhr in den Straßen verweilten. Oder aber, wenn wir Ärger mit dem einen oder anderen Wirtschafter in deren Etablissements hatten. Sie hatten nicht nur im St. Pauli-Milieu, im Eros-Center, in der Silbersackstraße oder in der Herbertstraße Bordelle, sondern über Hamburg verteilt, sowohl in Blankenese als auch in anderen Örtlichkeiten noch. Die waren sehr erfolgreich. Man konnte davon ausgehen zur damaligen Zeit in D-Mark, dass so 300.000 Mark im Monat übrig blieben, die zu verteilen waren. Gering geschätzt. Also es gab auch Schätzungen, die gingen rein in 1,2, 1,3 Millionen im Monat vor Steuern, wobei Steuern nicht viel anfiel. Ende der 70er Jahre sind die Umsätze im Geschäft mit der käuflichen Liebe so hoch wie nie zuvor. Die GmbH bekommt Konkurrenz von der Nutella-Bande. So genannt, weil ihre Mitglieder nur knapp älter als 20 Jahre sind. Karate-Profi Thomas Born ist damals Mitglied der Nutella-Gruppe, zuständig für die Abteilung Stress in einem hart umkämpften Revier. Man sorgt von vornherein dafür, dass man sagt, pass auf, das sind hier alles Leute, das sind alles Jungs, die zu mir gehören, alles Freunde von mir. Und wir sind nur hier. Und das ist hier, möchten wir unsere Ruhe haben. Und das ist anders so. Sowas bildet sich automatisch überall, das geht gar nicht anders. Die Straßen auf dem Kiez sind fein säuberlich aufgeteilt. Eine Seite beherrscht die GmbH, die andere die Nutella-Bande. Jede Zuhältergruppe kontrolliert an die 1000 Frauen. Die steigenden Umsätze heizen die Stimmung an. Es war damals eben auch so, dass durch diese Gruppierung, die es damals gab, und wir waren damals mit die stärkste Gruppierung, dass da natürlich eine gewisse Angstsituation auch entstand für andere. Das heißt also, wenn wir... Wir haben niemanden befürchten müssen. Wir waren zahlenmäßig die Stärksten. Wir waren sehr gut durchorganisiert, sehr straff durchorganisiert. Je mehr man sich durchstrukturiert hat und je mehr militärischer man die ganze Sache angefasst hat, umso mehr Erfolg hat man erzielt. Doch am Ende eskaliert der Revierkampf. Als zwei Prostituierte der beiden Banden sich gegenseitig schlagen, fordert ein Mitglied der Nutella-Truppe Schadensersatz und verstößt damit gegen den Zuhälterkodex. Einmischen in die Geschäfte der anderen ist tabu. Eine klare Revierüberschreitung. Die Rache folgt prompt. Die Nutella-Mitglieder Angie Becker und Klaus Breitenbacher werden von Jungs der GmbH erschossen. Das blutige Ende eines eigentlich banalen Streits. Wir waren aufgefordert zu kommen. Und da habe ich noch gesagt, so, wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt rüber und klären das mit den Leuten. Und Angie, um den ging es ja, Angie, wenn ich mitbekomme, dass du den Fehler gemacht hast, vor versammelter Mannschaft, haue ich dir aufs Geweih, dass wir uns klar sind. Wir machen keinen Krieg mit irgendwelchen Leuten, weil du Fehler gemacht hast. Wir klären das.
während die anderen bereits schon fest entschlossen waren, uns umzulegen. Wir haben gesagt, wir lassen uns nicht mehr von irgendjemandem bedrohen. Wenn die kommen, das sind alle starke Jungs, wir schießen. Haben sich bewaffnet, haben sich im Dunkeln versteckt. Wir kamen rein, wurde geschossen. Zwei Tote, ich Bauchschuss. Das war an sich die große Wende, dass die GmbH und Nutella sich nicht mehr die Fründe jetzt stillschweigend untereinander aufteilen konnten, sondern jetzt kam natürlich die Polizei und die Justiz und haben gesagt, so geht's nicht. Sobald einer stirbt, gewaltsam, ermittelt die Polizei, ermittelt die Staatsanwaltschaft, dann kommt Unruhe rein, wir können nicht mehr in Ruhe Geld verdienen. Und nur darum geht's, das muss man sich immer wieder klar machen, es geht um Geld. Ob Habgier, Drogen, Alkohol oder blinde Aggressivität, die Motivation für Gewalt ist oftmals schwer zu ergründen. Anfang der 80er Jahre beginnt auf dem Kiez eine mysteriöse Mordserie. Zuhälter Fritz Schröder, genannt Chinesen-Fritz, wird im September 1981 im Lokal Ritze erschossen. Der Täter flieht unerkannt und wird nie gefasst. Pech für uns, dass wir diesen Vorfall um vielleicht 4 Minuten verpasst haben. Wir gingen dann in die Ritze. Es war ziemliche Aufregung dort, obwohl nicht viele Personen anwesend waren. Und vor uns lag vor dem Tresen der Chinesen Fritz Schröer, erschossen. In der Ritze erinnere ich noch, in der Zeit, als ich auf dem Kiez unterwegs war, da saß Fritz Schröer, auch ein relativ bekannter Zuhälter. Es kam ein Killer rein, wortlos, schoss ihm in den Kopf, dass er sich auf dem Drehstuhl noch, ich weiß nicht, 10-mal gedreht hat, ging durch die Hintertür raus und weg war er. Ende der 70er rein bis Anfang der 90er hatten wir ja Tote ohne Ende. Ohne Ende. Es begann ein Machtkampf zwischen verschiedenen Zuhältergruppen, der dann angeheizt wurde dadurch, dass die einen professionellen Killer, Werner Pinzner, gedungen hatten. Und es auch andere Mordfälle gab, die bis heute unaufgeklärt sind. Auftragskiller Werner Pinzner soll ungeliebte Zuhälter aus dem Weg schaffen. Es geht um Geld, Macht und Drogen. 86er, 87er Jahre ging das los mit der üblen Entwicklung mit dem Rauschgift. Also mit Kokain und nachher Heroin und damit entglitten viele Dinge. Pinzner war ein Zeichen davon, weil viele Bordeliers auch abhängig waren von Rauschgift und dem Geschäft nicht mehr so nachkamen, wie es sein musste, nach Meinung anderer geschäftstüchtiger Betreiber von Bordellen. Und die wurden dann eben aus nächster Nähe hingerichtet von Pinzner. Und man flippte aus und man war sich auch im Milieu einig, dass das Rauschgift ein gewisser Untergang war, von einer, ganz vorsichtig ausgedrückt, mit einem Vorwort, von einer gewissen kriminellen Romantik auf dem Kiez. Innerhalb von 9 Monaten bringt der sogenannte St. Pauli-Killer 5 Menschen um. Jehuda Arzi, Peter Pfallmeier und Dietmar Traub, Waldemar Dammer und Ralf Kühne werden regelrecht hingerichtet durch Kopf- und Brustschüsse. Wir haben ja den halben Kiez umgekrempelt. Ich meine, Fahndung bedeutet ja nicht, dass man irgendwo steht und guckt, sondern Fahndung bedeutet ja, dass man überall nachfragt, dass man von Haus zu Haus geht oder von Tür zu Tür geht. Und dann wird natürlich bekannt, Mensch, die suchen den. Und du sollst da auch mit drin stecken. Und dann sagt du da auch mit drin stecken soll, sagt der Mensch, bevor ich nun richtig grausam in Bau abwandere, da gehe ich mal hin zur Schmiere, wie das hier im Jargon heißt. Und dann will ich mal ein bisschen was auspacken. Vielleicht kriege ich dafür eine Gutschrift. Im April 1986 wird Pinzner verhaftet. 5 Morde gesteht er. Milieuintern wird von 11 Opfern gesprochen. Bei seiner Vernehmung im Hamburger Polizeipräsidium kommt es zu einer unfassbaren Gewalttat. Er erschießt mit einer eingeschmuggelten Waffe den Staatsanwalt Wolfgang Bistri, seine Ehefrau und sich selbst. Der Fall Pinzner markiert einen Wendepunkt in der Hamburger Verbrechensgeschichte. Die Drogenkriminalität hat Einzug ins Rotlichtmilieu gehalten. Unter der Leitung von Bernd Metterhausen setzt die Davidwache ein Sondereinsatzkommando ein.